erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Auch ich suche allen, in allem entgegenzukommen. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein: Nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, so Gott will. Das ist eine Floskel, die wir ab und zu benutzen, gerade in unseren christlichen Kreisen. Bei der Verabschiedung zum Beispiel: Auf Wiedersehen, wir sehen uns bald wieder, so Gott will. Oder wenn wir von der Zukunft sprechen: Das mit dem Hausbau wird schon klappen, so Gott will. Oder dieses Virus wird sich bald wieder verziehen, so Gott will. Diese Redewendung geht auf eine kleine Phrase im Jakobusbrief zurück und sagt demütig, dass das, was in der Zukunft passieren wird, ganz allein auf den Willen Gottes ankommt. Wir gestehen uns ein, dass wir unser Schicksal nicht selbst in der Hand haben, sondern da radikal auf einen anderen angewiesen sind. Das ist eine tolle Vorstellung, aber gleichzeitig alles andere als einfach. Auch wenn ich sage, so Gott will, habe ich doch meine eigenen Wünsche und schmiede doch eigene Pläne für die Zukunft. Am Ende weiß ich doch nicht, was der Wille Gottes ist. Brauche ich mich da überhaupt selbst abmühen oder wird Gott sowieso alles machen, wie er will? Wenn mir etwas zum Beispiel nicht gelingt, war es dann einfach Gottes Wille? Dann muss ich das wohl akzeptieren. Das ist doch die reinste Willkür. Wie ging es wohl dem Aussätzigen heute im Evangelium? Er hat bereits von den Heilungen Jesu gehört. Der Mann weiß, dass Jesus die Macht hat, den Willen Gottes zu tun. Und er leidet schwer unter seiner Krankheit, unter seinem Aussatz. Nun kommt er zu Jesus und sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen.
Das ist doch erstaunlich. Der brennende Wunsch dieses Mannes sollte doch sein, mach mich bitte wieder gesund. Er war krank und wollte geheilt werden, ganz klar. Aber er sagt, wenn du willst, Jesus, so Gott will. Er konnte sich nicht sicher sein, ob Jesus das wollte. Er konnte sich nicht sicher sein, ob Gott das wollte. Vielleicht war ja seine Krankheit sogar eine gottgewollte Strafe. Und die Reaktion Jesu ist ungeheuerlich. Er berührt den Aussätzigen, einen Kranken, und sagt, ich will, werde rein. Und der Mann wird geheilt. Dieses Wunder ist geschehen, indem der Mann sich ganz dem Willen Gottes anvertraut hat. Das war ein Wagnis, aber im Wort Jesu zeigt sich, was der Wille Gottes ist. Er will das Gute für den Menschen, sein Heil. Eindrücklich sagt es Jesus im Johannesevangelium: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das meint das Leben mit Gott und in Gott, das bereits heute schon beginnt. Der Aussätzige mit seinem tiefen Vertrauen zeigt uns, dass wir zu Gott kommen dürfen mit unserem Aussatz, mit unserem Leid und unseren Sorgen, mit dem, was in unserem Leben Unheil ist. Und indem wir uns ganz in den Willen Gottes, in seine Hände geben, können wir darauf vertrauen, dass er unser Leben heilt und zum Guten wendet. Das ist auch die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Im Vaterunser, das er seinen Jüngern mitgegeben hat, beten wir heute noch, dein Wille geschehe. Der Wille Gottes soll geschehen, nicht mein. Das heißt aber nicht, dass mein Wille vollkommen egal wäre. Im Gegenteil, mit ganzem Herzen will ich den Willen Gottes aufnehmen, mir zu eigen machen, denn ich vertraue darauf, dass es gut so ist. Und wenn ich das tun kann, ist es bei mir wie bei dem geheilten Mann. Zugegeben, er entsprach nicht ganz dem Willen Jesu. Er konnte die Nachricht seiner Heilung nicht für sich behalten, sondern er fing an, allen begeistert davon zu erzählen. Aber er hat begriffen, dass Jesus nicht nur irgendein Wunderheiler ist. Es heißt, dass er verkündigt. Das Wort im griechischen Urtext, kerysso, zeigt hier an, dass es sich um die Verkündigung des Evangeliums handelt. Das ist das Wort, das für Jesus, seine Jünger und die von Jesus gehalten verwendet wird. Nur sie verkündigen, niemand sonst. Die Begegnung mit Jesus lässt den Mann also begreifen, dass da Gottes Wille am Werk ist, in der Botschaft Jesu. Und er wird ein Zeuge. Wenn wir uns von Jesus berühren lassen, können auch wir Zeugen werden. Wir dürfen von diesem wunderbaren Gott sprechen, als einem, der unser Leben erfüllt. Und, das wäre das Schönste, vielleicht können dadurch auch andere Menschen Jesus begegnen und mit ihm in Berührung kommen. Vielleicht können andere dadurch auch Heilung erfahren. Das liegt in Gottes Hand. Liebe Schwestern und Brüder, so Gott will. Dieser Spruch ist also nicht nur ein Akzeptieren des Willens Gottes und seiner Willkür, sondern er ist ein Zeugnis dafür, dass wir ihm vertrauen, unser Leben anvertrauen, dass wir eins werden mit seinem Willen. Und darin liegt die Fülle des Lebens, darin ist die Freiheit, die Gott schenkt. Einen Spruch möchte ich noch mitgeben,
den einmal der vietnamesische Kardinal Franz Xaver Nguyen Van Thuong niedergeschrieben hat. Gottes Willen akzeptieren, Gottes Willen gehorchen, Gottes Willen lieben. Wo findest du dich wieder? Amen. Für die Menschen,
die erkrankt oder leiden sind, und für jene, die sich um die Kranken sorgen. Christus, höre uns. Wir bieten für alle, die in glücklichen Beziehungen und Partnerschaften leben, für die Paare, deren Ehe und Familie schwierig oder in Gefahr ist. Christus, höre uns. Wir bieten für alle, die in der Pandemie Verantwortung tragen für den Schutz der Menschen und der Gesellschaft. Christus, höre uns. Wir bieten um Beistand für alle, die unter der Kälte besonders leiden, besonders für die Menschen ohne Obdach draußen. Christus, höre uns. Wir bieten für alle Menschen, die unter Krieg und Hunger leiden, unter dem Missbrauch von Macht, unter Übergriffen und Gewalt und für die vielen Menschen auf der Flucht, in Lagern oder auf dem Meer. Christus, höre uns. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen, heute insbesondere für Helmut Rössler, für Dieter Skorupa, Eltern und Geschwister, Luzi und August Jakubik und Ursula Tschech, für Brigitte und Stefan Rüther, Eltern und Geschwister beiderseits, und für Pfarrer Johannes Duda. Schenke ihnen die Geborgenheit des Vaterhauses. Christus, höre uns. Jesus Christus, du bist unser Heiland und wir danken dir für deine Nähe und deinen Beistand. Wir loben dich mit dem Vater und dem Heiligen Geist heute, morgen bis in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, dass es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, dass er uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Barmherziger Gott, das heilige Opfer reinige uns von Sünden und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir den verheißenen Lohn erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Er hatte ein Herz für die Armen und die Kranken, die Ausgestoßenen und die Sünder. Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du für deine Kinder sorgst, wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Darum rühmen wir deine Güte und Treue und singen mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben
und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe, unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Stephan, alle Bischöfe und Priester, Diakone und Ordensleute und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not, gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen, hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir mit den Worten, die Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und so wollen wir ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus, hab Erbarmen mit uns. Der Leib Christi. Amen. Schöpfe ich heute.
Lasst uns beten. Gott, du Spender alles Guten, du hast uns in dieser Feier das Brot des Himmels geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am Aschermittwoch beginnt die österliche Bußzeit, die Vorbereitungsfest auf das Osterfest, die Vorbereitungszeit auf das Osterfest, so wollte ich sagen. Ich lade zum abendlichen Festgottesdienst am Aschermittwoch um 18 Uhr hier in unserer Pfarrkirche herzlich ein. Es ist eine Wortgottesfeier, in deren Mittelpunkt zum einen das Hören auf Gottes Wort steht, zum anderen die Handlung, dass uns das Aschekreuz aufgelegt wird, um uns daran zu erinnern, dass wir vergängliche Menschen sind, aber auch uns an die Hoffnung zu erinnern, die über unserem Leben steht. Und so wollen wir uns gerade in dieser österlichen Bußzeit wieder neu auf Christus hin ausrichten, den auferstandenen Herrn. Also ich lade ein zu diesem Gottesdienst am Aschermittwochabend hier in Heiligkreuz um 18 Uhr. Ich wünsche allen morgen einen gesegneten Sonntag, ich wünsche allen eine gute Woche und dass sie allesamt gesund bleiben. So möge es sein. So Gott will, so Gott will. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und es behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.